Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Asam Wundertüten. Und zwar habe ich gleich 4 Stück bestellt. Ich habe das in 2 verschiedenen Bestellungen allerdings gemacht. Sollte die Wundertüte noch da sein, werde ich euch die verlinken. Dann könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Kann natürlich sein, es ist meine erste Wundertüte. Ich habe da tatsächlich noch nie vorher bestellt. Aber diesmal habe ich sie mir geschnappt und ja, gleich 4 Stück. Wir gucken mal, ob da unterschiedliche Sachen drin sind. Vielleicht habe ich auch Pech und es ist viermal dasselbe drin. Oder? Ja, wir werden sehen. Ich mache die erste Tüte auf. Das ist diese hier. Und greife mal einfach ganz wild rein. Da habe ich als erstes hier so ein Täschchen in so Schlangenlederoptik. Sieht natürlich ganz süß aus. Ich mag sowas. Ich mag so Animal Prints. Die ist befüllt. Wenn ich es aufmache, habe ich da als erstes dein Vitalizing Lime Body Cream, also eine kleine Körperpflege. So sieht die aus. Das sind 50 ml. Und da ist noch was drin, und zwar, ich gehe mal stark davon aus, dass das von dem Asam so ein Abschminkpad ist, so ein wiederverwendbares. Das finde ich auf jeden Fall super, solche habe ich immer da. Und verwende die sehr gerne. Genau, das war in der Tasche drin. Dann greife ich weiter rein. Da habe ich von Ahuhu, also der Haareigenmarke, sag ich mal, Style & Finish Volume Blaster Cream mit Phytokeratin. Genau, was ist das genau? Das ist eine Creme fürs Haar. Ein perfekter Look mit einem Plus an Volumen mit effektvollen Inhaltsstoffen. 150 ml. Ist einfach eine Styling-Creme. Ja, okay, das ist jetzt nichts, was ich verwenden würde. Also ist auf jeden Fall interessant, aber das werde ich mal beiseite legen, vielleicht für eine Verlosung. Ein großes Produkt finde ich auf jeden Fall an sich natürlich nicht schlecht. Dann haben wir hier von M. Asam Make-up Fond de Teint Limited Edition. Okay, das ist also das klassische, warte, ich zeige es euch erst. Das klassische Make-up-Mousse, würde ich mal sagen. Habe ich auch, und vor allem habe ich das in einer helleren Farbe. Sieht natürlich richtig cool aus. Es ist so komplett dunkel gehalten und hier oben dann so mit Roségold. Also das sieht wirklich schön aus. Cool. Also es ist das Klassische, das wäre mir ein bisschen, glaube ich, auch zu dunkel. Aber die Verpackung, wie das aussieht, finde ich richtig, richtig cool. Dann geht's weiter. Und dann habe ich hier Daily Magic Care Velvet Skin Handserum. Das sieht so aus. Auch ein Riesenprodukt hier. 50 ml eines Handserums. Finde ich auf jeden Fall interessant. Aber haut mich jetzt nicht um. Also werttechnisch ist das natürlich alles schon super. Es passt nur bis jetzt noch nicht so viel zu mir, muss ich sagen. Da habe ich bis jetzt ein bisschen Pech. Und in dieser Tüte haben wir noch ein Produkt. Aber das ist auch ein Riesen-Oschi. Glamorous Moments Peeling. Oh, sehr cool. Von dem Asam ein Peeling. Das sind 600 Gramm. Also wirklich ein richtig fettes Teil. Finde ich sehr cool. Ich habe mir schon mal Peelings dort bestellt. Habe ich aber immer noch nicht benutzt. Also die stehen noch bei mir im Schrank. Jetzt habe ich noch ein weiteres, wovon ich die Richtung auch noch nicht habe. Darüber freue ich mich mega. Also in dieser Box sind es eher die beiden und das Wattepad für mich. Der Rest, ja, wie gesagt, können mal in eine Verlosung wandern. Das war die erste Tasche. Finde ich aber auf jeden Fall an sich gut. Mir kann eigentlich alles gefallen, aber auch mit den beiden Produkten finde ich es schon gut für mich. Dann kommen wir zur nächsten Wundertüte, die wir öffnen. Ich gucke mal kurz rein. Scheint was anderes drin zu sein, würde ich sagen. Wir gucken mal. Eine Statement-Kette. Das finde ich cool. Hey, schaut mal. Also ist jetzt bestimmt auch nicht jedermanns Geschmack, aber meiner total tatsächlich gerade. So pink und orange finde ich richtig geil in Kombination. Hey, wie cool. Wartet mal. Hey, wie cool ist die? Nein, wirklich, also das hier ist ein bisschen billig, ne? Das muss ich sagen. Das hier finde ich richtig cool, aber der Verschluss und alles ist schon ganz schön billig. Aber finde ich tatsächlich mega. Also mir gefällt das total. Dann greife ich weiter rein. Da habe ich einmal so ein Schwämmchen. Ja, verwende ich persönlich nicht. Wird auch meiner Verlosung wandern, ist nicht so meins. Dann habe ich hier Glow Serum.
Radiance Booster. Okay, also ein Serum scheinbar mit Schimmer drin. Das Ganze sieht so aus. Finde ich auf jeden Fall interessant. Das werde ich sicherlich mal ausprobieren. Okay, dann doppelt sich jetzt hier was. Hier haben wir nochmal das Handserum. Vielleicht probiere ich es dann doch mal aus, wenn ich da jetzt so mehrere von habe. Dann habe ich hier von Ahuhu nochmal was. Style and Finish Pop-Up Volume Mousse. Okay, ein Mousse. Ah, ich glaube, das ist auch nichts für mich. Leider. Genau, aber es ist ein Riesenteil auch wieder. Schade, Mann, ich hätte auch gerne ein Haarprodukt. Aber das sind beides nicht so meins. Ich meine, ich mag Volumen, aber jetzt ein Haarspray wäre besser für mich. Also das ist jetzt, also auch ein Haarspray benutze ich nicht super oft, aber ja. Und dann, was ich aber sehr, sehr cool finde, auch wenn es doppelt ist, habe ich hier nochmal das Peeling drin. Weil ich mich darüber bis jetzt am meisten gefreut habe, finde ich das natürlich super, dass ich das jetzt nochmal habe. Davon kann ich gar nicht genug haben. So, das war die zweite Box. Tüte. Da hat die erste mir... Ah, weiß ich nicht. Hier fand ich die Kette tatsächlich auch richtig geil. Naja. Wir gucken in die nächste rein, beziehungsweise gucke ich ganz schnell rein. Jetzt ist natürlich die Chance groß, dass vielleicht noch was super Ähnliches ist. Zum Beispiel die Kette. Und der Schwamm. Also wie gesagt, alles sowas kommt alles in eine Verlosung. Da wird es bestimmt demnächst eine geben. Hier ist nochmal ein Peeling. Und nochmal ein Handserum. Und nochmal das Volumenmousse. Ja, okay. Hier war jetzt... Ah, da ist noch ein Produkt. Und zwar nochmal das Glow Serum. Okay, das ist cool. Dann kann ich das auch an euch weitergeben. Ja, das ist das. Da war jetzt also nichts Neues drin. Dann gehe ich nochmal durch. Dann haben wir nochmal einen Schwamm in einer anderen Farbe. Dann haben wir nochmal die schöne Kette. Hier sind... Ah, jetzt kommen aber andere Produkte. Da habe ich ja doch nochmal Glück gehabt. Okay, noch einmal diese Creme, die wir vorhin hatten fürs Haar. Diese Volumencreme. Dann habe ich hier Magic Finish Perfect Brow Powder Kit. Das muss ich mir mal angucken, ob das meine Farbe ist. Könnte sein. Das würde ich mir auf jeden Fall sonst mal anschauen. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Eine Farbe Medium. Ich glaube, das sollte gut für meine Augenbrauen passen. Und dann haben wir zwei Produkte, die ich noch nicht drin hatte. Das heißt, da freue ich mich sehr drüber. Vino Gold 24 Stunden Face Cream. 100 Milliliter. Die probiere ich sehr gerne mal aus. Ich hatte bis jetzt keine Face Cream von denen. Ich habe, glaube ich, eine mit Hyaluron hier, aber habe ich noch nicht getestet. Darüber freue ich mich jetzt wieder sehr. Und ein riesen fettes Teil nochmal. Vino Gold Refreshing Shower Gel. Und das ist ein ganzer Liter. Ja. Damit kann ich auch was anfangen. Das waren jetzt meine vier Tüten. Also ich muss sagen, ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich werde hier auf jeden Fall gut was verlosen können. Ja, finde ich interessant. Ich muss das Ganze mal durchgehen, dann mache ich eine eigene Verlosung zu. Also irgendwann, noch nicht jetzt. Und dann schaue ich mal, was ich alles zusammenpacke, ob das genug ist. Und dann mache ich da vielleicht ein, zwei Verlosungen draus. Aber noch nicht jetzt. Also seid gespannt. Sagt mir gerne, wie euch das gefallen hat, wie euch der Inhalt gefallen hat, ob ihr auch eine hattet und was bei euch drin ist. Oder ob ihr nochmal was ganz anderes vielleicht drin hattet. Ich freue mich natürlich jetzt mega über dreimal dieses Peeling, bin ich ehrlich. Die Gesichtscreme ist für mich mega. Das Duschgel finde ich gut, die Bodycream finde ich gut, die Kette finde ich gut. Das sind so meine Favorites. Die Augenbrauenprodukte könnten auch cool sein. Ja, das war's. Ich freue mich. Ich bin froh, dass ich es gekauft zu haben. Wie gesagt, man kann auch immer gut anderen Freude machen. Weihnachten ist auch nicht mehr so weit hin. Ja, und damit verabschiede ich mich dann schon wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.